Und damit herzlich willkommen zu einer Geschichte voller Abenteuer und Gefahren. Oder auch herzlich willkommen zu Let's Play Das schwarze Auge Satinavs Ketten. Und in der letzten Folge haben wir den Seher enttarnt und mit dem König zusammen, ja, den Seher ein ausgeschlagen. Und ja, der König ist auf unserer Seite, der Seher weniger. Und dann starten wir mal durch. Wir haben jetzt einen Brief für die Akademie. Schaut hier. Ein königlicher Freibrief. Also, lasst mich rein. Nicht so voreilig. Tatsächlich? Das königliche Siegel? Also gut, Vogelfänger. Tritt ein. Aber ich merke mir dein Gesicht. Sei ruhig. So. Dann gehen wir mal rein in die Akademie. Menschenfreund. Dort oben brennt noch Licht. Götterkreis. Der Kreis der 12 Götter. Ein Loch, nicht einmal einen Spann tief. Kann man da was einfügen? Ich muss das Ziel im Auge behalten. Vielleicht die Gabel? Passt nicht. Na, dann gehe ich erstmal nach oben. Tür? Schrifttafeln? Warum können Magi nicht einfach in der gemeinen Sprache schreiben? Fatum est inscriptum. Andergast vivat, Andergast crescat, Andergast floriat. Eus causa discimus. Gut, Wandteppich. Oh, okay. Ich glaube, das ist der Weg, den man eigentlich nicht als erstes gehen sollte. Nochmal bitte, was? Ein Krokodil, da sitzt einer drinne. Okay. Ich würde eigentlich gerne was mit dem zugenagelten Fenster benutzen, und zwar ein Messer. Viel zu klein, um das Fenster aufzubrechen. Dann haben wir halt noch was Größeres. Und rein da. Ist das ein junger Höhlendrache? Ach, es wird schon seine Richtigkeit damit haben. Tot, hoffe ich jedenfalls. Okay, Notizen. Eus causa discimus. Eus causa discimus. Er hat alles mit diesem Spruch vollgekritzelt. Eus causa discimus. Hier steht etwas. Über den Käfig des Asmodeus, was immer hineingetan wird, kann nie mehr herausgenommen werden. Außer vom Meister Asmodeus höchst selbst. Aber Meister Asmodeus ist schon seit Jahren tot. Sonst habe ich noch hier den Magierhut. Eus causa discimus. Eus causa discimus. Dann haben wir hier noch eine. Sind das Zauberformeln? Eus causa discimus. Quod dei benevertant. Die Götter werden dir nicht mehr helfen. Was? Eus causa discimus. Okay, hallo Magier. Was ist mit euch? All die Gesichter. Tausende Splitter. Hier sind. Bewahre meinen Geist. Eus causa discimus. Eus causa discimus. Seine Augen sehen aus, als hätte er sie seit Tagen nicht geschlossen. Wo finde ich das Artefakt des Seers? Der Ralf, er will ihn. Eus causa discimus. Eus causa discimus. Eus causa discimus.
Eos causa Deskimos! 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 Jetzt beantworte meine Scheißfrage, ey! Alter Spiel. Eos causa Deskimos! Eos causa Deskimos! Eos causa Deskimos! Eos! Eos! Ich glaube, wir haben es alles verloren. Okay, gut, wir gehen. Hier sind echt nur noch verrückte, verblödete Menschen. Das geht gar nicht. Geron, du lebst noch! Bei Satinavs ungetrübtem Blick. Ich war mir sicher, der Seher hätte dein Schicksal besiegelt. Der Rabe ist der Seher. Er hat Nuri. Aber ich war in ihrer Welt. Langsam, langsam. Eins nach dem anderen. Hier bist du vorerst sicher. Was gibt es Neues? Was willst du wissen? Wie ist es euch ergangen? Der Weg nach Andergast war beschwerlich. Vermaledeite Krähen und seelenlose Feenkreaturen. Aber schau her, ich lebe noch. Was ist mit eurem Bein? Ach, mich hat schon Schlimmeres gebissen. Soll ich dir von dem Feenzahn erzählen, den ich einst fand? Dafür habe ich jetzt leider keine Zeit, Giacomo. Habt ihr alles Wissen zusammengetragen, nachdem wir suchen? Tja, Magistra Dorota zufolge besitzt die Harfe große chaotische Macht, unbekannten Ursprungs. Sie scheint unzerstörbar und der Versuch, sie zu spielen, ist für Menschen tödlich. Ich habe das Gefühl, das ist kaum mehr als zum Anfang meiner Reise. Wisst ihr nicht noch mehr? Die Harfe ist nicht nur Quell der Krähenplage. Seit Nuri sie spielt, sendet sie uns einen nicht enden wollenden Krähensturm. Wenn ihr wirklich nicht mehr herausgefunden habt, müssen wir wissen, wo die Harfe ist. Das, hat die Magistra leider nicht verzeichnet. Es muss weitere Aufzeichnungen geben. Doch die Bibliothek ist groß und ungeordnet. Uns bleibt keine Zeit, Giacomo. Wir müssen jetzt schneller suchen. Okay. Erzählt mir von diesen Warträumen, die die Andergaster plagen. Der Wahnsinn grassiert. Düstere Bilder der Zukunft, die nur wenige ertragen. Wie kann man sich davor schützen? Nun, ich habe einfach seit Tagen nicht geschlafen. Das ist aber keine dauerhafte Lösung. Wieso sendet der Seher Warträume? Will er alle verrückt machen? Ich befürchte viel Schlimmeres. Er sammelt mit der Macht der Harfe alle Träume, um Satinav zu überlisten. Um aus allen Träumen die Wahrheit über die Zukunft zu erlangen. Er sagte, er will eine Katastrophe verhindern und selbst nicht sterben. Er muss seinen eigenen Tod gesehen haben. Er fordert das Schicksal selbst heraus. Indem er die Gesichter von Tausenden zusammenfügt, um zu wissen, was geschehen wird. Das ist doch verrückt, oder? Ist so etwas überhaupt möglich? Mich kümmern nicht seine Pläne, sondern seine Taten. Und diese bringen Tod und Verderben. Er hat also Angst und versucht durch seine Angst... Ich habe das Gefühl, wir werden nochmal vor Satinav treten. Wegen etwas anderem. Okay. Seit dem Krähenangriff im königlichen Gemach hatte ich immer wieder diesen einen Traum. Von der Hinrichtung des Seers. Krähen haben dich vom Seher träumen lassen? Sehr beunruhigend. Im Feenreich konnte ich diesen Traum endlich enträtseln. Auf dem Scheiterhaufen muss der Seher seine Seele in den Körper des Raben gerettet haben. Mit Hilfe eines verzauberten Reifs. Diesen fordert er jetzt vom König zurück. Das geheimnisvolle Artefakt des Seers, das damals aus der Asche geborgen wurde. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Na, alles. Wisst ihr, wo dieses Artefakt heute ist? Keine Magie konnte den Reif berühren. Er ließ sich weder entzaubern noch zerstören. Deshalb sollte das Ding in der Akademie sicher verwahrt werden. Magister Eichwart hat es in Verwahrung genommen, als sich der Seher wieder offenbarte. Ich suche in der Bibliothek, ob es dazu noch Aufzeichnungen gibt. Wer ist Magister Eichwart? Die Vizespektabilität der Akademie, Hüter des Reifs des Sehers. Er hat sich seit Tagen in seiner Studienkammer eingeschlossen. Du findest die Kammer direkt neben der Treppe in der Halle. Doch er hat die Tür magisch verriegelt. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt. War das der, den wir gerade gesehen haben? Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Zwischen Himmel und Welt verborgen? Bitte, Giacomo. Erklärt es mir so einfach wie möglich. Tja, also gut. Jedes Wesen besitzt neben seinem körperlichen Leib auch ein magisches Geflecht, den Astralleib. Darin, tief verborgen, so heißt es, sitzt unsere Seele. Mit machtvoller Magie mag es möglich sein, die Astralleiber zweier Wesen zu öffnen und ihre Seelen zu tauschen.
Also will der Seher das Artefakt, um wieder einen menschlichen Körper zu haben? Das steht zu vermuten. Vielleicht sogar den des Königs. Was sagst du da? Ach, nur ein Gedanke. Wäre aber möglich. Ah, der Körper des Königs ist ziemlich alt. Noch ist der Seher im Rabenkörper gefangen. Wie hat Gwynling immer gesagt? Um einen Vogel zu fangen, brauchst du zwei Dinge. Das richtige Netz und den richtigen Köder. Warte, das ist gefährlich. Wieso? Wenn der Seher den Reif begehrt, wird er womöglich leichtsinnig. Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände und verursachen selbst, was wir eigentlich verhindern wollten. Wem erzählt ihr das? Aber wir sind keine Sklaven der Zukunft und ich sehe keine Alternativen. Ich werde dieses Artefakt schon finden. Gefährliches Thema. Wegen etwas anderem. Okay. Ich muss Nori retten. Solange sie die Harfe spielt, wird der Krähensturm des Seers nicht enden. Und bald ist auch sie hoffnungslos verloren. In Fabulons Namen, ich werde dir helfen mit allem, was ich weiß. Aber du wirst allein gehen müssen. Mein verletztes Bein hält dich nur auf. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was genau interessiert dich? Das kennen wir auch schon. Bin gleich zu... Nein, das wollte ich ja gar nicht. Wir müssen reden. Ich wollte... Was bedeutet Eius Causa Discimus? Magister Eichwart wiederholt immer nur diese eine Formel. Aha, das kann ich dir sagen. Es bedeutet, ihretwegen lernen wir. Ein bekannter Spruch unter Gelehrten, der sich auf Hesinde bezieht, die Göttin der Weisheit. Was will der Magister damit sagen? Beim Barte des Kobolds, wenn ich das wüsste. Der Wahnsinn hat wohl auch ihn erfasst. Also war das doch der Magister. In Noris Welt habe ich die Harfe der Traumweberin entdeckt. Die Harfe der Traumweberin? Oh, ich darf nicht neidisch werden. Erzähl mir davon. Was bewirkte sie? Sie hilft, sich bösen Träumen zu stellen und diese zu überwinden. Aber der Königin brachte sie auch dunkle Träume. Dunkle Träume von der Zukunft. Bei Satinav, ich ahne Schreckliches. Die Harfe des Seers beschwört die Krähen herauf. Und diese bringen die dunklen Wahrträume unter uns Menschen. Finstere und gefährliche Feenmacht. Schatten umhüllen mein Lebenswerk. Okay, dann haben wir das. Bin gleich zurück. Bücherregale. Ich glaube nicht, dass wir da ein Buch finden werden, bei der Masse. Ah, wir haben nur einige. Oh. Die Aufzeichnungen dazu liegen alle beim Feenforscher. Ah, sieh an. Um dich vorm Zauber der Feen zu schützen, male ein Schweinsköpflein an deine Tür. Hätte ich das nur früher gewusst. Okay, Schweinsköpflein. Vielleicht finde ich hier noch etwas zur Harfe des Seers. Spar dir die Mühe. Ich habe das ganze Regal durchwühlt. Magistra Dorota hat nichts weiter hinterlassen. Okay. Hier steht etwas über Seelenwanderung. Von finsteren Druiden wird gemunkelt, dass sie ihr Seel mit einem Tier zu tauschen vermöchten oder einem anderen Menschen gar. Da wandeln sie dann von Seel zu Seel und leben sogar viele Jahre. So lange, als bis ihr eigen Seel zum Namenlosen fährt. Auch manchem Feenvolk sagt man nach, dass sie solch Zauber sprechen. Nur tun sie's rein zum Spaße und treiben miteinander so ein lustig Spiel. Alles klar. Wie immer halt, was zum Spaß benutzt wird, wird am Ende ernst. Weshalb Andergast obsiegen wird. Andergast erstrahle. Efferdan der Erste. Hier ist die Geschichte, wie er vor 13 Jahren mit den Helden auszog, um den Seher zu besiegen. Aber auf der Reise wurde er verletzt und musste zurückbleiben. Der 13. Krieg gegen Nostria? Der 14. Krieg gegen Nostria? So viel Zeit habe ich nicht. Also, es ist vielleicht ein bisschen langweilig für einen oder anderen, aber ich finde es sehr spannend, gerade weil wir ein Rollenspiel spielen und deswegen finde ich, dass wir die Bücher alle mal durchgucken müssen und vielleicht finden wir in dem einen oder anderen Buch auch wirklich was.
Eine Notiz zum Seher. Bedauerlich ist sein Feuertod angesichts der versäumten magischen Observation. Wie erlangte er sein Wissen über die Zukunft? War er ein Druide oder gar Hexer? Schien er sich zugleich doch auch feischer Zaubermacht zu bedienen. Die Untersuchung seiner Überreste blieb ergebnislos. Zurück. Geographie. Hunderte von Büchern über Andergast und eines über Nostria. Über Feenwelten. Gar merkwürdig anzusehen sind die Wesen der Anderswelten, von denen man oft nicht eindeutig ersehen kann, ob sie nun Zweibeiner, Tier oder Pflanze sind oder Einsiedlernasen. Über Nostria, flach und hässlich, wie eine Scholle ist das Königreich Nostria. In modrigen Tümpeln angelt der gemeine Nostriake dort nach seinen Salzarelen. Das weiß ich doch alles schon. Mathematik. Viele Krähen ergeben einen Schwarm. Mehr muss ich dazu nicht wissen. Die scheinen ja keine große Meinung von Nostria zu haben. So, schau mal hier bei der Weinkaraffe. Ich drücke mal auf die Leertaste, ich muss das sein lassen. Ich nehme euch das weg. Ihr braucht einen klaren Geist. In vino veritas? Ja, sicher. Schreibt es auf und hängt es an die Wand. So, braucht ihr dieses magische Guckglas noch? Die Lupe? Im Augenblick nicht. Bring sie aber zurück. Die Handschrift der Magistra Dorota ist winzig. Okay. Ne discere cessa. Höre nicht auf zu lernen. Tiefsinnig. Pro sapientia discere. Pro animum abstinere. Pro regnum mori. Für die Weisheit lernen, für den Geist sich enthalten, für das Königreich sterben. Ich sterbe lieber für Nori. Wie wäre es denn, wir überleben stattdessen alle? War aber schon süß, der Spruch gerade. Quid est veritas? Was ist Wahrheit? Keine Ahnung, ist mir im Augenblick auch gleich. Sehr nachvollziehbar. Das mit der Nori fand ich gerade süß, den Spruch. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Und auch hier haben wir noch Tafeln hängen. Hört ihr die Schritte? Fest verriegelt. Hallo? Niemand macht auf. Das Gemach von Magister Eichwart. Okay, das heißt, das war's ja auch schon vermutlich. Jetzt drücke ich mal die Taste. Ja, okay, das war's. Dann besuchen wir Magister Eichwart nochmal. Und ich hoffe, er ist vielleicht jetzt aufgeschlossen, ne? Heus causa discrimus! Heus causa... Heus! 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 Okay, soviel dazu. Hier sind Krähen, aber es scheint... Tot, hoffe ich. Scheinen normale zu sein. Nein. Keine Geheimbotschaft. Okay. Reus causa di... Okay, es funktioniert auch nicht. Reus causa di... Ja, funktioniert auch nicht. Wozu denn? Weiß nicht, vielleicht hat er Durst. Tonscherben, Weinkaraffe. Rezept, Mistgabe, Lupe, Messerhammer noch... Kann ich... Moment, das bin ich mal ganz kurz. Verflucht, das hätte ich nicht tun sollen. Zersprungenes Zauberglas. Dann machen wir es wieder ganz. Schon viel besser. Okay. Machen wir das noch ganz. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Wirst du wahrscheinlich auch, aber erst in der nächsten Folge. Denn wir machen heute mal ausnahmsweise pünktlich Schluss und sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich mache hier, obwohl ich mache hier noch keine Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, bis morgen.